Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Wir sind das letzte Mal hier auf Founders Island stehen geblieben, wo wir versucht haben, ein bisschen die Miliz zu schwächen, damit wir hier mit dem Batmobil drauf können. Und ich sehe da echt einen Panzer nach dem anderen. So, die Türme müssen wir ausschalten, meine ich, damit wir mit dem Batmobil hier rüber können. Und down mit euch. Und der letzte geht down. Nicht da. Da. Wir sollten noch ausschauen nach den Knaben halten. So. Boom. Nummer 1. 2. Sehr schön. Damit wäre der erste Turm ausgeschaltet und wir haben auch nur noch eine Drohne in der Luft. Ich muss schon sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Sobald die Luftabwehr down ist. Scarecrow als größter Schurke der Stadt? Nicht mehr lange. Ah, das ist der falsche Turm. Moment. Moment, wo ist die Drohne? Wo ist die letzte Drohne, verdammt nochmal? Da ist der Heli. Da war eine Mine am Boden. Da ist noch eine Mine. Na egal, dann nehmen wir den nächsten Turm. Das ist der White Tower. Batman ist hier. Die Dicken müssen wir als erstes ausschalten. Und zack, zack, zack. Boots. Die hätten wir ausgeschaltet. Und das nächste Explosivgel geht an euch. Boots. Und Boots. Da ist die Drohne. Meine Leute geben niemals auf. Sie haben Blut geleckt. Dein Blut. Du hast dich über sie aufgerufen. Die Herde inspiriert. Doch was geschieht, wenn ihr Idol vor alle Augen von seinem Blut ist? So.
Ich schalte ein Türmchen nach dem anderen aus. Jetzt muss ich auch bald den Heli ausschalten. Der Knight hat mir noch eine Chance gegeben. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Hey, da ist noch ein Lager. Das können wir auch gleich mal ausheben. Lex Luthor hat hier irgendwo ein Gebäude stehen, nicht wahr? Weg mit dir. Das Batmobil kann war schon in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Du gehörst mir. Ah, da war noch einer. Wollte gerade schon sagen. Weg. Ah. Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. So, da unten ist noch ein Lager von ihnen. Ich kann hier leider nirgendwo Warum gescheit landen. Die ganzen Zivilisten mit? Gerade. Der Brite. Aber in diesem Fall kann ich uns hier das einmal ganz kurz markieren. So. Bis wir auf Faunus Island können, kann das noch ein bisschen dauern, glaube ich. Wir haben noch 4 Wachtürme und 3 Checkpoints hier. Aber die Checkpoints brauchen wir nicht unbedingt. Ich glaube, es reicht, wenn wir die Wachtürme ausschalten. Was wollen die hier? Was du denkst. Scarecrow ist ein Freak, Mann, und wir hätten den Job nicht annehmen sollen. Was ist los? Hast du Angst, weil du auf amerikanischem Boden arbeitest? So. Okay, es sind nur Sunnies und keine Bewaffneten. Ah, da haben wir jetzt auch endlich mal welche mit Schild. Hat ja ganz schön gedauert. So, die Sunnies sind weg. Und Batz! Und gute Nacht. Dann können wir hier auch noch mal ein bisschen Explosivgel versprühen. Der nächste Turm ist ausgeschaltet. Die Desert gehört uns, Batman. Zutritt.
Eintritt verboten, ist klar. Schockwellenangriff und verstärkter Gleitangriff. Die brauchen wir beide erstmal noch nicht. Batmobil. Was haben wir hier? Rammangriff. Der Rammangriff ist sehr interessant, aber ich will trotzdem erstmal noch die Waffen verstärken. Aber das ist wichtig. So, ja, da haben wir noch ein paar Infos. Da haben wir noch eine Info schon wieder. Hast du diese Knarre schon gesehen? Wie haben sie das alles bezahlt? Ah. Kann ich mit Unterbrecher den Heli ausschalten? Wie bin ich in diese Position gekommen? Muss ich an dem dran? Auf der Jagd nach einem Helden. Konzentriere dich aufs Geld. Das hilft. Da werde ich nicht lügen. Ich glaube, das ist was anderes, das da. So viele Waffen, als hätte dir bei der Planung ein böser Clown etwas ins Ohr geflüstert. So, hier haben wir den nächsten Dachvorposten. Nacht. So. Das neue Batmobil hier ist natürlich auch angepasst, nicht an die, an die Filme aus den 90ern, wie das erste Batmobil in Arkham Asylum, sondern eher an die Dark Knight Filme. Und gute Nacht. So. Explosivgel und versprühen. Schön weiter die Türmchen hier ausschalten. Boom, boom. Auf Angriff vorbereiten. Batman geht in die Offensive. Da drüben haben wir den nächsten Turm. Das macht definitiv mehr Spaß, als Minen in Kurak zu räumen. So viel ist sicher. Wann kommt unsere Ablösung? Ich will auf Fledermausjagd gehen. Nicht vor morgen, Soldat. Bis dahin bleibt dieser Turm abgeriegelt. Der Neid zeigt uns also monatelang, wie man die Fledermaus töten kann, und wir sollen hier halten. Ach, nur warten? Genau so tötet man die Fledermaus, du Idiot. Man überwacht den Himmel, die Straßen, die Dächer, damit er sich nicht bewegen kann, ohne dass auf ihn geschossen wird oder dass er sich anstrengen muss. Die Fledermaus kennt Gotham. Er denkt, das ist seine Geheimwaffe. Jetzt ist es unsere. So. Ich hätte in der Fabrik sein sollen. Ich hätte Batman aufgehalten. Da wäre natürlich ein Angst-Multi ausschalten am besten. Und dafür müssten wir hinter denen durch die Wand kommen. Das können wir, glaube ich, nicht. Der Knight hat uns Befehle gegeben und wir werden sie bedingungslos ausführen. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Die Verbesserung habe ich leider noch nicht. Soweit ich weiß, will der Knight Batman tot sehen. Scarecrow hält ihn aber zurück.
So. So schaltet man die Jungs aus. Nicht ganz flawless, aber egal. Hauptsache, der Scheiß funktioniert. So, einen Turm haben wir jetzt noch. Alles stürzt ein. Alles, wofür du gearbeitet hast. Dein Frieden errichtet auf einem Fundament aus Sand. Wieso aus Sand? Sehr schön. Damit haben wir die wieder auch registriert. Der nächste Stützpunkt. Wird es halt hinterher schwierig zu fliehen, aber es sollte machbar sein. Gute Nacht. Boots. So, keiner mehr wach. Du hast das Ding. Und instant raus hier. Raus, 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 raus. Wie schalte ich diesen Heli aus? Er hat also einen neuen Anzug, na und? Und einen neuen Wagen. Ein neuer Anzug, ein neuer Wagen. Trotzdem machen wir ihn fertig. Nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Wie schalte ich den Heli aus? Gibt es dafür irgendeine Verbesserung? Ausrüstungstechnologie. Unterbrecher Sanitäter. Bohrdrohnen. Reichweite, Betäubungsdauer, Rauchbombe. Nee, da ist jetzt alles irgendwie nicht für ein Heli. So, da wäre jetzt dann noch der Spezialkombo Batarang. Waffenangriff.
Ich mache hier erstmal noch mit dem Batmobil weiter. Mit dem... mit der erhöhten Waffenenergie. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder von Let's Play Batman Arkham Knight. Bis dahin und tschüss.